Gemeinsam erfolgreich für Deutschland, so lautet der Titel des Regierungsprogramms von CDU und CSU für die nächsten 4 Jahre. Es wurde gestern einstimmig von den Vorständen beschlossen. Heute wird das gemeinsame Programm hier in Berlin präsentiert und wir von CDU TV waren mit dabei. Ich habe mich riesig gefreut über die tolle Stimmung, die bei CDU und CSU herrscht. Das große Maß an Gemeinsamkeit, das ich schon gestern in den tollen Gesprächen, in der Beschlussfassung einstimmig in den beiden Vorständen gezeigt hat und das heute spürbar war. Es ist kein Programm jetzt für die nächsten 12 Wochen im Wahlkampf, sondern es ist die Arbeitsgrundlage für die Regierung 2013 bis 2017. Und es gehört zu unserem Selbstverständnis, dass die Dinge, die wir formulieren, auch mit aller Kraft angestrebt und umgesetzt werden. Was mich besonders beeindruckt hat, wir tun viel für die kleinen Leute. Wir machen viel für die Sicherheit der Arbeitsplätze. Wir schauen stark auf unsere Finanzen, weil es eine gute Wirtschaft ohne solide Finanzen nicht gibt. Also keine Schulden, Altschulden abbauen. Und wir machen als Oberziel den Zusammenhalt der Gesellschaft in Deutschland. Natürlich steht im Mittelpunkt erst die Bayernwahl. Lieber Horst, ihr werdet das gewinnen. Dann kommt Deutschland. Und wir wollen auch Hessen wieder gewinnen, denn es ist wichtig für eine Partei, dass sie auch in den Ländern, auch in den Kommunen stark ist. Und es ist wichtig für eine Bundesregierung, dass sie in den Ländern starke Partner hat. Also ich glaube, dass wir ein gutes Programm haben, CDU, CSU. Wir haben gesagt, wo wir hinwollen. Wir haben klare Konditionen. Wir wollen die Schuldenbremse einhalten. Wir müssen das Land wirtschaftlich stark halten. Das heißt, wir dürfen nichts tun, was die wirtschaftliche Stärke, die sicheren Arbeitsplätze gefährdet. Deshalb keine Steuererhöhungen und politische Abenteuer. Wir haben auch aus der Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger ein Gefühl bekommen, auch aus der Internetumfrage dann, was die Leute besonders umtreibt. Und das heißt, wir bewahren das, was uns stark macht, und wir verändern das, wo wir überzeugt sind, dass es notwendig ist. Und ich sage einfach mal, nur so konnten CDU und CSU im Übrigen ihre gesamte Erfolgsgeschichte in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gestalten. Unser Regierungsprogramm ist ein Programm, das erstens Deutschlands Stärken ganz klar erkennt und sie nutzt, das zweitens das anpackt, was für Deutschlands Zukunft wichtig ist und notwendig ist, und ein Regierungsprogramm, das drittens auf den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft setzt. Wir wollen das Beste für Deutschland, und ich glaube, so können wir den Menschen und dem Wohl unseres Landes im umfassenden Sinne dienen. Wir wollen, dass Deutschland auch in den nächsten 4 Jahren ein starkes und erfolgreiches Land bleibt. Ein Land, das seine Chancen kennt, aber nicht nur kennt und erkennt, sondern sie auch nutzt. Ein Land, das seinen Wohlstand sichert, und ein Land, in dem die Menschen weiter gerne zusammenhalten. Wir wollen das Beste für Deutschland. Dafür werben wir, dafür kämpfen wir bis zum 22. September, 18 Uhr. Das Regierungsprogramm hat einen sehr realistischen Anspruch. Weil wir Lösungen präsentieren für konkrete Probleme. Wir wollen, dass es den Menschen besser geht. Und wir wollen das umsetzen. Stabiler Euro, starke Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze und Investitionen in Familie, das passt. Ein Programm, das alles umfasst, was notwendig ist, um Wohlstand in die Zukunft zu verlängern. Die richtigen Schwerpunkte und die richtige Strategie. Wir brauchen genauso ein Programm, weil es klar sagt, dass das, was wir bisher gemacht haben, richtig war. Chancen für die Zukunft statt Umverteilung, ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft. Wir setzen auf die Leistung und auf das Vertrauen, das wir in die Menschen haben. Und ich glaube, die kommenden Generationen werden irgendwann auf diesen Tag auch zurückblicken und sagen können, es war gut, dass man damals schon an unsere Zeit gedacht hat und nicht nur an die Gegenwart.